Heute werden wir über die letzte inhaltliche Vorlesung sprechen. Nächste Woche gibt es dann eine Fragerunde und dann die letzte Woche wird dann sozusagen offen sein, wenn jemand noch Fragen hat. Okay? Ich hoffe, das ist in eurem Sinne, so dass wir uns jetzt langsam auf die Prüfung vorbereiten. So heute, today we will be talking about psychological aspects. Aspects of project management. We will be talking in detail about two specific behavioral traits. One is called psychopathy. And the second is called narcissism. Narcissism. Yes. Narcissism. Okay. So, auf Deutsch, wir quatschen heute über Psychopathen und über Narzissten. Und beide Verhaltensmuster sind relevant oder wichtig für jemanden, der Projektmanagement durchführt, weil diese zwei Verhaltensmuster kommen sehr häufig vor im Leben generell. Okay? Deshalb ist mir wichtig, dass meine Studenten, dass meine Studierende diese Verhaltensmuster erkennen können, um überhaupt dagegen agieren zu können. So, we start with psychopaths. Okay. Psychopathy. Psychopathy. So, a psychopath is somebody that is able to switch morale on and off. So, ist ein Psychopath ist jemand, der seine Moral ein- und ausschalten kann. Im Grunde genommen, auf Deutsch ist jemand, der über Leichen geht, ist jemand, der in der Lage ist, Dinge zu tun, bewusst. Oder wohl wissen, dass diese Dinge nicht der Moral ansprechen. Okay. Eine Notiz am Rande, wenn ihr jetzt, if you go out of the street, okay, around 3% of the people are psychopaths. Okay, if you take 100 random people in the street, 3% are psychopaths. If you go to the jail, okay, in Mbao, around 15% of the people are psychopaths if you're imprisoned. If you go to the management levels of certain companies, or let's say upper management, more than 15% are psychopaths. I know what you all are thinking. So this is a huge problem for society itself. Okay? It's a huge problem for society itself because these are people making decisions that affect many other because people in upper management have a lot of power and can decide about closing, opening factories, and making important decisions about the future of others. That
do have the ability of switching morale on and off. Okay, so this is not compatible. Psychopathy is not compatible with leadership. We said in the beginning that leadership is, if you look at your notes, leadership is about achieving results. While increasing trust, okay, but it is impossible to, per definition, to increase trust if you are not able to take your morale, or if you take your morale off the game, okay. So people that are psychopaths are by definition not able to lead according to this definition. So they are not really leaders, they are only managers, okay? So any questions so far? Let me give the chat. Have any questions? Okay, so if you look at the brain of a psychopath, or no, let's say we look at the brain of a not psychopath, okay, a normal brain, and we look at the brain of a psychopath, from up, okay, azimuth. We have here the two brains. Here we will observe something, okay? Here, first thing we observe is that we have a higher prefrontal connectivity. Okay, here the region, let's say region one, I'm gonna put it in a different color, region one. This is gonna be region one. In rosa. Okay. This is the frontal or prefrontal area, and we have a higher connectivity. The prefrontal cortex is the region of the brain that allows us to achieve goals. So psychopaths are very good at achieving their goals. As of, or are better at achieving their goals compared to others, not psychopaths, okay? What is the problem? That you do not find, if we look at the brain from the side, okay? This is the, let's say, the brain from the side. And this is the prefrontal area. What we do not find at the psychopath's brain is the connectivity with the temporoparietal junction. Okay, I'll repeat that. This area in the brain. Okay, here. So the connectivity between the prefrontal cortex and the temporoparietal junction is just in the psychopath's brain, is just not given, or it's very weak. So in the number two, region number two, is the temporoparietal junction.
temporal, parietal junction is connected in the normal brain with the prefrontal cortex and keeps it in check. Okay. So what has been observed by scholars in these studies is that when you are a psychopath, the ability to keep your goals under the check of your temporal parietal junction, which gives higher than the temporal parietal junction, what it does is let me put it somewhere else. Temporal parietal junction, gives multiple perspectives on goals. Okay, it helps you look at things from different angles. So the consequence of all this is that if you can find some of my research about it in the internet on ResearchGate, the consequence of all this is that because we know that putting KPIs, key performance indicators, on people will drive behavior, will influence behavior. We have seen this before. The hypothesis that has been investigated, as I said in some of my papers, is that by giving people specific numeric goals in their shop floor management, in their management system, if you give people specific goals, you have to achieve this and that by then and then, you are favoring a temporary sort of psychopathy. And the interesting thing about it is that because many leadership programs and management systems are based upon goals, it is the very nature of these systems that favors psychopathic behavior. And this is very important, okay? It is a fact, or the fact of the matter is that people through a management system create the psychopathy in the brains of those that were prone to it. Okay, let me drink some water. So, ich wiederhole es ein bisschen auf Deutsch, damit jeder folgen kann. Ein Psychopath ist jemand, der die Moral einschalten kann.
Okay, also na, auf Will oder nach seinem Willen. 3% der Leute auf der Straße sind Psychopathen, 15% der Menschen im Bau sind Psychopathen, mehr als 15% der Menschen im Management sind Psychopathen. Okay? Und das geht nicht, wenn man die Ziele bei gleichzeitigem Vertrauensaufbau erreichen möchte. Das Gehirn, und das kann man so erklären, dass das Gehirn von einem normalen Mensch hat eine Bindung oder eine Vernetzung zwischen dem präfrontalen Kortex und die temporoparietal Junction. Das ist ungefähr über die Ohren, so ungefähr, okay, auf beiden Seiten. Und das gibt uns die Möglichkeit oder gibt den normalen Menschen die Möglichkeit, die Realität nach mehreren Blickwinkeln zu steuern, auch nach dem moralischen Blickwinkel. Übrigens, die Moral ist hier in der dritten Region, lass mich die Moral ist hier in der dritten Region, in dem sogenannten präfrontalen, in dem sogenannten Orbitofrontal Cortex, okay? Region Nummer drei ist der frontaler Cortex und hier ist die Moral angesiedelt. Okay. Hier bam, 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 bam. Okay. So, die Idee ist hier, dass dadurch, dass der dass die Managementsysteme, die uns gegeben werden, oder 90%, 95% der Managementsysteme, die auf dem Markt sind, basiert sind auf Zielerreichung. Das führt dazu, dass die Menschen zu Psychopathen werden. Auch wenn sie vorher das nicht waren, können sie diese Fähigkeit entwickeln, um überhaupt überleben zu können in dem Managementsystem der Firma. Okay? Und weil viele diese Systeme darauf ausgelegt sind, dann werden viele Menschen in Management-Etagen halt dieses System oder diese Verhaltensmuster, diese neurologische Muster haben. Okay? So, was ist zu tun? We need Management, let's say project management systems, that are not based upon goals, but upon giving direction. Okay? Because if you tell somebody you need to get better, it's different as if you tell him you need to get 10% better by the end of the week. Okay? We need a management system that is not based upon goals, but not based upon goals, but upon giving direction. Okay? Und das ist Hoshin Kanri. Hoshin Kanri Forest. Okay. So, any questions so far? Ist es nicht mit manchen unseren Studienfächern genauso? Fragte Lukas. Verkaufsgesprächsführung, Verhandlungsführung beispielsweise. Was meinst du mit genauso? Warte mal, Lukas, ich gebe dir das Wort. Bezüglich der manipulativen Art, die Sie oben angesprochen haben, wir werden in vielen Studienfächern dazu im Endeffekt gebracht, diese, ja, also auf ganz konkrete Ziele hinzuarbeiten auch. Ja, ja. Ja, das sage ich, klar. Generell das Bildungssystem
ist darauf ausgelegt, dass ihr zu Zielerreichungsmaschine werdet. Okay? Also es wird belohnt von allen, seit dem Cradle, seitdem ihr klein seid, oder seitdem wir klein sind, dass wir zu Zielerreichungsmaschinen werden. Das ja, also wirklich emotional, oder? Genau, ohne Herz. Ja. Problem ist, wenn du dabei die Moral vergisst, und das wird nirgendwo gelehrt, und das ist, was mich ein bisschen, und deshalb bringe ich das immer bei in meinen Vorlesungen. Wenn ihr die besten BWL-Klugscheißer seid der Welt und ihr erreicht alle eure Ziele, aber ihr seid nicht dabei, die Moral aufrechtzuerhalten, dann alles, was ihr erreicht, ist für die Katz auf Dauer. Denk an VW, weißt du, VW, dieser Skandal, VW, Daimler und so weiter. Dieser Dieselskandal ist basiert auf die Tatsache, dass irgendwelche wenige, aber wichtige Führungskräfte einfach entschieden haben, wir wollen den Umsatz auf Teufel komm raus erhöhen, weil das uns ist gut für uns individuell. Okay? Das hat dazu geführt, dass diese Menschen einfach Dinge gemacht haben, die ungefähr 400.000 Töte jährlich gekostet haben, weltweit. Verstehst du? Okay. Und der Abgas. Damit irgendwelche wichtige Leute da und da den Boni kriegen. Und das ist für die Automobilindustrie. In der Pharmaindustrie ist genauso. Wir haben eine Industrie, die ausgelegt ist, die Menschen krank zu halten, nicht zu genesen. Oder wir haben eine Ernährungsindustrie, die ausgelegt ist, uns irgendwie mehr oder weniger in Anführungsstrichen Scheiße zum Fressen geben, damit wir süchtig werden. Voll Zucker, voll Salz, voll Fett und so weiter. Das ist die komplette Gesellschaft. Ist darauf ausgelegt, einen Nutzen zu holen aus dem und das fängt dann mit der Bildung. Und ihr seid jetzt, ihr habt die Möglichkeit, in die Zukunft anders zu agieren. Und deshalb sage ich das, werde nicht zum Psychopath. Und jedes Mal, und ihr seid zukünftige Führungskräfte, jedes Mal, wenn ihr euch eine neue Stelle angeboten wird, muss ich euch überlegen, bin ich in der Lage, mental weiterhin die Ziele zu erreichen bei gleichzeitigem Vertrauensaufbau? Bin ich immer noch in der Lage, nicht zuzulassen, dass den Druck der Zielerreichung mich bricht oder meine Werte bricht? Und wenn ihr nicht euch nicht in den Spiegel gucken könnt, dann ist Alarm. Weil alles, was ihr dafür arbeitet, ihr arbeitet alle dafür, dass ihr nachher eure Kinder gut ernähren könnt. Okay? Dass ihr eventuell ein Leben ohne Sorge führt. Dass eure Enkelkinder in eurer Gegend leben oder bleiben dürfen. Okay? Das erreicht ihr nur langzeitig, wenn ihr nach Moral agiert und nicht nach der kurzfristigen Zielerreichung. Verstehst du? Und mir ist schon bewusst, dass es euch beigebracht wird und auch das Verhalten von vielen Menschen in eurem Umfeld momentan ist halt darauf ausgelegt, okay? Aber es muss euch bewusst sein, das geht nicht aus gesellschaftlicher Sicht. Man darf die Moral niemals, weißt du, es ist das Einzige, was ein Mensch hat, seine Prinzipien. Wenn ihr die Prinzipien verkauft für ein paar Euren, dann seid ihr nichts wert. Insofern, ja. Ist die Frage beantwortet ein bisschen? Ja, es ist beantwortet. Also es ist schon eine ethische Frage, okay, schon dahinter. Und ich möchte euch einfach nur anregen. Ich war selber im Corporate. Ich war selber da drinnen, wo halt viele Entscheidungen getroffen werden, die gesellschaftlich unangenehm sind. Und mir geht es nicht darum, hier schöne Welt zu malen. Das ist hier eine wirtschaftliche Angelegenheit. Und da geht es darum, halt Geld zu verdienen. Zweifelsohne. Aber vergesst eure Moral nicht dabei. Weil ihr seid die Zukunft, weißt du? Ja, das ist aber krass, das von einem Professor zu hören jetzt.
weil gut, es ist auf Video, es ist auf YouTube in einer halben Stunde, ihr könnt es gerne weiterleiten. Ja. Das verteidige, also das kann ich auch vertreten überall. Und das Krasseste kommt jetzt mit den Narzissten. Das ist so, Psychopathen sind mehr im beruflichen Leben, Narzissten ist im privaten Leben. Okay. So, Radoslav hatte noch eine Frage. Mal. Zack. So, bitte. Ich hätte eine Frage zu dem, wenn man sich jetzt die zwei Gehirnhälften anschaut, also beziehungsweise die zwei Gehirne, einmal des Psychopathen und einmal des Normalen. Ja. Da sieht man ja, dass der Normale diese Temporal Parietal Junction hat, die es ihm ja erlaubt, mehrere Blickwinkel zu haben. Wie kommt es dann aber dazu? Der Psychopath hat auch diese Region, nur er verbindet es nicht mit dem frontalen Kortex. Genau, und Sie haben ja gesagt, dass der Kopf eines Psychopathen, dass die besser ihre Ziele erreichen. Aber wie passiert das? Weil normalerweise, wenn man ja mehr Blickwinkel hat, könnte man ja dann auch mehr Ziele erreichen. Oder wie ist das dann eigentlich? Nee, weil zum Beispiel, wenn der Löwe kommt und du fängst an, mit ihm eine Spirale zu malen und ihm zu erklären, welche Optionen es gibt. Und weißt du, wenn der Löwe kommt, kannst du nicht mit ihm quatschen. Du musst entscheiden. Mhm. Renne ich, schieße ich oder kämpfe ich? Ja. Und, okay. Und darum geht es am Ende, okay? Also im Krieg zum Beispiel sieht man dieses Verhalten ganz gut. Im Krieg treffen Menschen Entscheidungen, die vielleicht nicht so moral sind, oder? Ja, klar. Ich weiß, was kannst du dir vorstellen? Ja, klar, du sagst klar, aber du kannst dir vorstellen, dass manchmal geht es darum, entweder du oder ich. Ja. Mein Opa im Bürgerkrieg in Spanien war in den Pyrenäen und da war es kalt und der Kumpel ist eingefroren. Verstehst du? Also im Endeffekt heißt es dann eigentlich nur, dass die... Die haben sonst nichts gehabt zum Fressen. Okay. Also Wahl? Kann man das so verstehen, dass es dann einfach diese Higher Profile Connectivity einfach dazu führt, dass man nur sein Ziel erreicht und alles andere dafür ausblendet? Ausblendet, genau. Und wenn du jetzt ein Ziel bekommst von irgendeinem Chef, der sagt, du musst jetzt bis Ende des Jahres dein Profit erhöhen um 5% oder dein Verkaufswert erhöhen um 10%, mhm. und dafür musst du vielleicht in Thailand eine Chemikalie nutzen, die schädlich ist für die Mitarbeiter, aber die halt viel schneller geht. Was machst du dann? Oder du willst Autos verkaufen und installierst ein Software, was die Werte, der Abgaswerte einfach manipuliert. Was machst du? Machst du das, um Toyota zu überholen? Oder machst du das nicht? Nee, ich weiß, wie Sie meinen, klar. Also so gesagt, dieses Temporal Parietal Junction ist so gesagt nur ein Stopp für mich. Das Gehirn hält sich selber in Grenzen. Ja, genau. Ich sag's immer, kannst du dich in den Spiegel gucken, nach einer Entscheidung? Kannst du, oder heutzutage, gang und gäbe, ich habe eine Freundin hier und ich habe eine Freundin da. Okay? Mhm. Dafür brauche ich nur zwei verschiedene Handys. Einfach ganz, ganz sauber trennen, okay? Ja. In der digitalen Welt ist so, ich trenne es sauber, dann ist es, als ob ich nicht existieren würde. Gut, ein Mensch, der getrennt ist im Kopf, ja, kann das machen. Ein anderer, der vielleicht nicht so stabiler ist, ganzheitlicher unterwegs ist, dann kann es nicht machen. Okay? Ja. So, das sind aber Beispiele. Es gibt, wie gesagt, viele, viele Beispiele im realen Leben. Könnt ihr euch einige ausdenken. Gut, wir machen jetzt eine Pause und in ein paar Minuten geht es weiter mit dem Punkt 2. Okay?
Bis gleich. We can continue now with the second step or the second point, the narcissistic behavior. Narcissist. Okay. So that's this is a very important aspect for you as specifically as young people. Okay, young people, because narcissists are out there on the hunt. Okay, a narcissist is somebody that sucks on people. Okay, somebody that sucks energy out of people. Because they are empty themselves and are unable to create energy by themselves. So if you want to picture it in one little drawing, a narcissist is somebody that is just a nutshell. Okay? Nutshell. A narcissist is not somebody that is crazy. A narcissist is somebody that has a behavioral disorder. We talk about it with NPD, narcissistic personality disorder, okay? Disorder. I think it's with two S in English, I don't know. Anyway, so the narcissist is always looking for a prey, okay? They are always looking. We will talk about, let's say, N, which is the narcissist, and E, which is the empath. Somebody that is very empathic. Empath comes from empathic. So, there is an interrelationship. Okay, there's a relationship. The narcissist is always looking, scanning others for energy or for this weakness. And whenever they find a prey, they just start a very specific behavioral trait, a very specific strategy that I'm going to describe, and it repeats, always is the fucking same. Okay? So, young people, you guys need to know this. You need to internalize it, because chances are that you will be faced with narcissistic behavior in your future, and you need to be aware of it so that you can defend. Okay. So basically what the narcissist is trying is to get all the energy, that the energy flow, you know, in a normal relationship, somebody would give energy and the other would give attention and love and resources and whatnot. But what the narcissistic is trying to do, the narcissistic person is trying to do is that all the energy from the empath goes to him or to her. Okay. And this does not have any, so we can put here love or money or whatever, attention, whatever. Okay. Kim fragt, sind das nicht toxische Beziehungen? Ja, auch. Okay. Ja, natürlich ist toxisch. Und das ist da, es ist, nicht alle toxische Beziehungen sind mit einem Narzissten. Okay. Ich spreche jetzt nur von Narzissten. Ich wiederhole auf Deutsch jetzt.
Ein Narzisst ist jemand, der deine Energie absaugt. Und zwar ganz bewusst. Okay? Das macht er, seitdem dieser Mensch macht er das, seitdem er klein ist. Der hat seine Waffen so eingestellt, damit er, weil dieser Mensch ist nicht in der Lage, selber Energie zu schaffen für seine Wahrnehmung. Der ist innerlich leer. Okay? Und das ist nicht eine geistige Krankheit, es ist einfach nur eine Verhaltensstörung. Und diese Verhaltensstörung kann zerstörend sein, spezifisch für Menschen mit einem hohen empathischen bzw. mit einem hohen Einfühlungsvermögen, weil der Empath, der ist die beste Opfer, weil Empathen sind darauf ausgelegt, dass sie halt gerne geben, den anderen was geben. Okay? Und das ist dann dementsprechend eine vorprogrammierte Situation, dass jemand, der gerne was bekommt und jemand, der was gerne gibt, einfach zusammenkommen. Okay? Aufpassen. Das Modus operandi ist immer das gleiche. Warte mal, Florian hat eine Frage. Warte, wo ist Florian jetzt? Sehe ich nicht. Hier, Florian. Bitte, Flag. Ja, also habe ich das richtig verstanden, dass der Narzisst dann nur nach sich schaut? Also der gibt nichts, sondern nimmt nur, oder? Der Narzisst guckt sich selber in dem Spiegel. Ja. Okay, guckt sich selber in den Spiegel. Und dieser Spiegel ist leer. Ja, ja, aber okay. Der guckt nur nach sich, also der gibt niemand was, also kein Geben genau. Und Nehmen, sondern der okay. Nimmt. Per se ist ein Egoist, okay? Also es ist jemand, der nur nach sich schaut. Ja, genau, das meine ich, ja. Okay. Und er ist aber nicht in der Lage, in der Regel solche Leute langweiligen sich, wenn sie alleine sind. Okay, die sind ständig in der Lage, auf der Suche nach jemandem, der denen irgendwie Aufmerksamkeit gibt oder Geld oder Liebe oder Sex oder irgendwas. Okay? So, warum ist es so wichtig für junge Leute, sowas gnadenlos und transparent durchzuschauen? Okay? Junge Leute haben viel Energie. Und diese Energie wird gerne abgesaugt von irgendwie ein Partner, eine Partnerin und so weiter und so fort. Okay? Es muss euch bewusst sein, diese Art und Weise der Menschenmanipulation, weil am Ende ist es einfach nur eine manipulative Strategie. So, was ich sagen wollte, tut mir leid, ich bin rausgeflogen. Die Idee hier ist, dass diese Narzissten haben immer den gleichen Muster, okay? Die nutzen immer die gleiche Vorgehensweise. Und diese Vorgehensweise musst ihr kennen, damit, wenn ihr die seht, müsst ihr euch drehen und weg, okay? Ich verstehe, viele junge Leute, und nicht so junge, aber viele Menschen denken, ich kann den ändern. Okay, mein Partner, meine Freundin oder mein Mann, den kann ich ändern. Der wird sich schon ändern, der liebt mich so und so. Und das ist einfach ein Fehler. Okay, das ist ein Hinweis, dass ihr schon obduziert seid von dem Conman, okay, von diesem manipulativen Mensch. Wenn ihr merkt, dass ihr drinnen seid in eine egal welche artige Beziehung mit einem Narzisst, egal ob Mann oder Frau, breche die Beziehung sofort ab. Es ist angekommen. Sofort. Run as fast as you can. Okay? Ansonsten seid ihr rein nur zum Verlieren. Es gibt keinen Gewinn mit diesen Menschen. Es gibt keinen Gewinn. Ihr könnt nichts gewinnen. Nur werdet ihr nur Zeit, Energie, Geld,
oder was auch immer verlieren. Okay? Ist es angekommen? Es ist sehr wichtig. So, welche ist die Strategie von dem Narzisst? Welche Schritte macht der Narzisst? Und das ist jetzt nicht nur prüfungsrelevant, das ist lebensrelevant, okay? Also ich meine, mir braucht jetzt niemand kommen mit, ist es prüfungsrelevant? Ja, es ist prüfungsrelevant, aber es ist relevant fürs Leben. So, Steps of narcissistic manipulation. Step number one, before the empath even notices the narcissist has studied his her needs. So, der erste Schritt ist, dass bevor der Empath das überhaupt merkt, der Narzisst hat ihm über eine gewisse Zeit einstudiert. Okay? Er hat nach den Bedürfnissen von dem Empath geschaut. Okay? Aus der Ferne, der Narzisst beobachtet und macht eine mentale Liste. Das sind ja, wie gesagt, eintrainierte, und das wird wahrscheinlich auch unbewusst gemacht, eintrainierte, und es wird der Empath wird beobachtet. Das ist der erste Schritt. Da ist dieser Opfer, der Empath, weiß noch nicht Bescheid. Das geht über Social Media, das geht über einen Arbeitskollege, das geht über ein was auch immer, okay? Über viele, viele Wege. So, wenn das geschehen ist und der Narzisst schon denkt, dass er genug Informationen hat über die Bedürfnisse von dem, weil die sind nachher später, über die Bedürfnisse von dem Empath, dann geht es weiter. Warte mal ganz kurz, mein Sohn, geh raus bitte. Noch zu. Entschuldige, mein Sohn gerade. Dann geht es weiter mit dem zweiten Schritt. Der heißt Love Bombing. Love Bombing. Das heißt, der Narcissist is going to give the empath lots and lots of attention. Okay, Beispiele sind never ending chats, Beispiele over average use of smileys, Beispiele sind Gifts, I don't know, roses, cakes, whatever. Or likes in Facebook, or I don't know. You name it, okay? Whatever the empath likes, the narcissistic will deliver. Okay, whatever the empath needs,
a narcissist will be. And I say be in apostrophes. What here is going on is that what is happening is that the narcissist is creating a certain chemical reaction in the brain of the empath. So if this is the endorphin, dopamine level in the empath's brain, endorphin and dopamine makes you feel good. What happens in the love bombing phase is that these levels go to the roof. Okay, this guy or this girl is making you feel like in a cloud. Okay, you somehow know this guy since 3 months, and it looks like this person is the perfect person. You cannot even think why this person is single. Okay. Yeah, it's like a drug. Basically, you are on drugs. Lucas, yeah. It's the same effect that what happens when you are making sport, or when you eat chocolate, or when you want always a little bit more. Okay. So it's like a drug, basically. So what the narcissistic is trying is to make the empath dependent on this attention. Okay. The narcissist is trying to make the empath dependent on his or her attention. You cannot believe why this guy is single. How in the world this fucking guy is still single? If he's so perfect, okay? And the reason why it's so perfect is because it's not real. They're just giving you some sort of image that they have designed, customized just for you because they have observed your needs. So there is a question by Florian. Yep. Ja, also ich verstehe das jetzt eigentlich auch so vom System her, aber ist das nicht, wo ist da die Grenze, wo fängt es an, wo hört es auf? Weil wenn man jetzt zum Beispiel in jemanden verliebt ist, ist man doch immer auf Wolke 7. Da denkt man sich da immer, oh Mann, wie kann die oder der Single sein? Das ist ja nicht normal und das ist ja alles so ja, toll. Ja, ich habe noch nicht die ganze Geschichte erzählt. Okay, so, okay. Schritt für Schritt, okay? Wir sind nur bei Love Bombing. Okay. Okay? Aber generell, wenn jemand dir sagt, nach 3 Monaten oder nach einem Monat, ich liebe dich, dann nicht so toll. Er kann dich gar nicht lieben, dieser Mensch. Weil er dich gar nicht kennen kann. Verstehst du? Ja, okay. Ja. Oder wenn jemand zu perfekt ist, dann ja, aufpassen. Ja. Aber ich bin nicht fertig, okay? Ich sage nicht, dass alle Menschen narzisstisch sind. Ja, ja, ja. Ich sage, was ich sage und nicht, was ich nicht sage. Also das ist nur der erste Schritt. Okay. Okay? Also warte mal ganz kurz. So, ich wiederhole, Lovebombing. In dieser Phase, in dieser zweiten Phase, der Narzisst versucht, dem Empath so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken. Okay? Wie gesagt, es wird halt gechattet ohne Ende, es werden halt viele Smileys benutzt in WhatsApp, es werden halt Geschenke gegeben, es werden Likes gemacht, es wird alles gemacht, damit der Empath denkt, wow, das ist einfach ein perfekter Mensch für mich.
So, was auch immer der Empath benötigt, okay, remember the needs. Was auch immer er für Bedürfnisse hat, der Narzisst wird diese Bedürfnisse erfüllen oder versuchen zu erfüllen. So, dieser Narzisst ist oder versucht, dass der Empath, so wie der Lukas schreibt, ein bisschen wie eine Droge, eine gewisse Abhängigkeit für ihn entwickelt. So, das ist jetzt Schritt Nummer 2. Was passiert jetzt in dem nächsten Schritt? Schritt Nummer 3. Und das ist jetzt, jetzt wird es ein bisschen unheimlich. Weil, das heißt Detachment. Gibt es unterschiedliche Namen. In this phase, that starts when the narcissist thinks he's or she's got the prey. So whenever the prey, the empath is already in love or it's already needing, then attention shall be withdrawn. So, ohne irgendein Grund, without a reason, in dem Moment, wo der Narzisst denkt oder spürt, dass der Empath ihn benötigt, diese Aufmerksamkeit wird entzogen. Was passiert in dem Gehirn von dem Empath? Okay, das ist jetzt das Gleiche. Endorphin, Dopamin in the Empath's brain. We had high level of attention. Let me paint the level of attention red here. Attention. Okay, this is the attention given by this line is attention given by narcissist. High level of attention given by the narcissist drives endorphin and dopamine up. In the love bombing, we had a high level of attention, and we have, as before, a very high level of endorphin that can go up. This is love bombing. And after that, we have the detachment phase, when the narcissist takes the attention off the brain, just disappears for 1 week or for 3 weeks or for 3 days, just gone, okay? Zero. What happens in the brain of the empath? What happens in the brain of the empath? How do you feel when somebody you love and you think was so perfect just disappears out of the blue? And you're an empathic person. Start to question yourself. Have I done something wrong? You start doubting. You start reaching for it, reaching for the narcissist. You try to contact them, but this person is just not there. Okay, so you feel disoriented. Disoriented, just with one S, one R.
disoriented. You are under the narcissistic control. What is going to happen in the brain is that you're going to have a drop down, a massive drop down. Massive drop down in your endorphin levels. Go below zero, okay? And what is dangerous, okay, this is endorphin. Black is endorphin. Let me put it in blue. Dopamine, serotonin. Serotonin levels are gonna drop down to a dangerous level. Okay. You are going to be under the narcissistic control. You are dependent on narcissistic attention, and you are like a drug addict to that attention. At that point, eventually, what is going to happen is that eventually, step number four, the narcissistic is going to come back, and then you start a roller coaster. In which step two and three repeats as long as option one, the empath breaks the relationship, walks out, not breaks, walks out. Option two, the empath, and eventually recovers, okay? His energy is gone because this roller coaster means basically that what's happening is that attention is going to be given to you and taken and be given short terms and taken, and you don't know when, okay? So you're basically being manipulated by basically what happens here is that you're being given attention, then it's taken, then you're being given attention, then it's taken, and so on and so forth. And what is going on here is that you are being manipulated. I don't know why it goes away. So, and the thing is that this manipulation depletes. So at first you go up with your endorphin, then it goes down. And you go down, and so, and in the end, all your energy as empath has gone, and you are under physical and mental control by the narcissist. They can do with the empath whatever they want. They can get from them money, they can get from them sex, they can get from them attention, they can get from them love, they can beat them up, and they will always come back for, because the empath is under their control. Okay, so the first option for the empath, for the victim, is to cut off and run away. Okay, option A. The second option that can happen is that the empath does not react because he's depleted, he's demoralized,
He has not a chance to reaction because he has not energy no more. And he's demoralized and does not react. And the narcissist can either be one, keep the empath in the reserve, because yes, now the empath has not energy, but maybe if I leave him alone or her alone for 2 or 3 months, then maybe they will give me energy in the future. So they just keep them in the reserve, or they get bored and look for another victim. So one thing you need to know is that narcissistic are always having more than one partner at a time, okay? They are just not having one person, they have more than one. This is also typical, okay? Good. Ich wiederhole es auf Deutsch. So Phase 2 haben wir ja gesehen. Love Bombing Phase 2 ist ein Detachment sich entziehen. Einfach der Narzisst verschwindet von der Bildfläche und lässt den Empath mit ein paar Fragen stellen, die nicht geklärt sind. Statt sich zu fragen, habe ich was Falsches gemacht? Der hat keine Energie, der fühlt sich unsicher, nicht selber orientiert, whatever. Okay, in dem Moment ist der Empath unter der narzisstischen Kontrolle. Die Droge hat funktioniert und der Empath ist einfach abhängig von dem. Wenn der Empath anfängt, sich wegzulösen, dann kommt der Narzisst aus dem Nix, eine E-Mail, ein WhatsApp, ein Chat oder irgendwas oder auf der Straße. Zufällig ist es gar nichts, okay? Es folgt alles ein Plan, damit man immer wieder Energie liefert, okay? Und dieser Rollercoaster fängt an, bis entweder der Empath sagt Schluss oder wenn der Empath nicht mehr reagiert, bis der Narzisst einfach müde wird von der Beziehung und oder entweder sucht einen neuen Opfer, was sie sowieso vorher vorbereitet haben, oder gehen in dem nächsten Schritt, dass sie einfach den empathischen Opfer einfach auf Reserve haben. Okay, so wie eine Art Agenda, die ich immer wiederholen kann, wenn ich mich langweile. Okay, das kann man jetzt umsetzen auf vielen Dimensionen vom Leben. Die einfachste jetzt in eurem Alter ist die Dimension der romantischen Beziehungen. Okay. Wenn ihr attraktiv seid, physisch, jung und hübsch und so weiter, dann die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr von einem Narzisst und ihr empathisch seid. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ihr von einem Narzisst angegriffen wird. Okay? Die sind überall. Okay? Die können alt, jung, die können hässlich, die können hübsch sein, die können alles Mögliche. Okay? Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in einem solchen oder mit einem solchen Menschen in Kontakt kommt, mein Rat ist, breche die Beziehung sofort ab. Es hilft euch nicht. Die Frage vorher von dem Florian, natürlich, man kann sich verlieben. Es ist aber nicht normal, sich so schnell zu verlieben. Liebe braucht einfach Zeit. Und wenn man sich verliebt, dann dauert es auch. Okay? Wenn man sich verliebt und plötzlich der geliebte Mensch einfach verschwindet von der Bildfläche ohne irgendeinen Grund, dann ist ein bisschen stinkig. Okay? Es ist typisch auch, die Narzissten erzählen einem immer,
dass sie eine schwierige Kindheit gehabt haben, dass die Eltern böse zu die waren und deshalb sind sie so anders als andere. Und das ist einfach nur eine Strategie, um zu erwecken, dass der Empath das Bedürfnis hat, sie zu retten. Okay? Aber schminkelt euch ab von eurer irgendwie idealen Idee von der romantischen Liebe. Niemand ändert sich. Niemand ändert sich. Ich kann es dreimal sagen. Niemand ändert sich. Entweder, eine gute Strategie ist immer, sich die Eltern anzuschauen. Okay? Also wenn ihr eine Freundin oder einen Freund habt oder whatever, guckt euch die Eltern an. Jeder wird wie seine, ihre Eltern. Gut, gibt es Fragen? Kann man aber nicht sagen. Radoslav. So, bitte. Radoslav, du wolltest noch was sagen. Sie haben ja gesagt, die werden genau wie die Eltern. Ich kenne aber auch den Spruch, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, dass man entweder genau wie die Eltern wird oder das genaue Gegenteil von den Eltern. Sagen wir mal so, klar, jeder ist anders. Stell dir vor, zu 90% der Fälle, die Menschen in Spanien, sagt man, die Ziege folgt den Weg in den Bergen. Okay. Okay, also das heißt, die Ziege geht immer, wo es bekannt ist. Okay. Und wenn du dir die Eltern anguckst von deiner Braut, dann siehst du, wie sie zu 90% wird. Okay. Man kann sich täuschen, man kann das Gegenteil machen. Es erfordert aber eine unglaubliche Überwindung und einen sehr starken Charakter und auch den Wille und so weiter und so fort. Kann sein, okay, ich sage ja nichts, ich spreche jetzt im Allgemeinen. Jeder Einzelfall muss sich halt angucken. Mhm. Okay. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt nur allgemeine Verhaltensmuster, was ich hier anspreche. Ich hätte noch eine Frage wegen dem Narzissten. Woran kann man genau erkennen, dass der Narzisst vor einem liegt? Weil zum Beispiel kann man es erst ab dem dritten Schritt genau machen oder wie ist das gemeint? Weil der zweite Schritt ist ja diese rosa-rote Brille auf. Ja, ich denke immer, wenn jemand zu perfekt ist, dann ist irgendwas im Busch. Okay. Stell dir vor, du lernst jetzt jemanden kennen und der hat genau alle. Genau, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt der Florian. Das ist auch ein Spruch. Du lernst jetzt jemanden kennen und der hat genau alle Eigenschaften, die du halt möchtest. Das ist, ja. Ist es nicht komisch? Bisschen schon, ja. Natürlich, es kann sein, alles kann sein, aber es ist ein bisschen komisch. Also deshalb vorsichtig. Und wenn dieser Mensch dann auch verschwindet, weil, keine Ahnung, dann ist auch scheiße. Mhm. Und so weiter und so fort. Weißt du? Ja. So, hat noch jemand Fragen? Lukas, ja. Ich wollte mal fragen, diese Menschen, also wo man den Grad sieht, praktisch zwischen dem und halt auch sehr extrovertierten Menschen, die ja auch im Endeffekt die Energie aus ihrem Umfeld nehmen. Mhm. Also wo kann man, ab welcher Phase kann man praktisch ganz genau sagen, okay, das ist jetzt nicht einfach nur noch ein extrovertierter Mensch, sondern das ist wirklich jemand, der manipuliert, um sich im Endeffekt die Energie zu ziehen. Ist es wirklich ab dem Wegfallen von dem Love-Bombing? Wenn du merkst, dass die Energie nur in eine Richtung geht, weißt du? Ja. Wenn die Aufmerksamkeit nur in eine Richtung geht, wenn du nur gibst und nicht bekommst oder umgekehrt, nur bekommst und nichts gibst, dann kann es sein, dass du eine Beziehung mit einem empathischen Mensch hast. Und dann ist es gut, dieses Ungleichgewicht muss man
auch zum Gleichgewicht bringen. Wenn du eine zu empathische, stell dir vor, ich weiß nicht, ob du eine Freundin oder einen Freund hast, stell dir vor, du hast eine zu empathische Freundin, okay? Ja. Und die schenkt dir ein Kekse und am nächsten Tag kommt vorbei in der Vorlesung und keine Ahnung, bringt dir Limonade und dann ist sie im Fitnessstudio und weißt du, die ganze Zeit auf dich. Ja, irgendwann ist zu viel vom Guten, oder? Ja, das haben Sie ja schon mal gesagt, von wegen zu viel geben, aber zu wenig ist auch nicht gut. Ja, also deshalb, es gibt immer, ich sage immer, nichts ist gratis. Okay, im Leben, wenn jemand irgendwas von dir will, dann muss es irgendwas kosten, auch wenn es nur ein Espresso ist. Ja. Verstehst du? Ja. Damit es ein Gleichgewicht gibt. Und okay. Das lernt man halt mit dem Alter. Ich weiß ja nicht. Ja, das ist ein bisschen widersprüchlich, weil es ja auch oft irgendwie den Spruch gibt, gerade jetzt, wenn es ums Thema Liebe geht zum Beispiel, irgendwie von wegen, dass sich das Ganze dann wirklich durch Selbstlosigkeit auszeichnet. Aber ich denke, ich kriege Selbstlosigkeit, klar, ja, aber Selbstlosigkeit fängt mit einem an. Also wenn du dich nur gibst, dann hast du keine Energie für dich selber. Du brauchst Energie erstmal für dich, um dann sie irgendwie auszuteilen. Ja, gut, das vermute ich auch erst in einem sehr hohen Stadium dann in irgendeiner Form relevant. Mhm, okay. Gut. Alles klar. Hat noch jemand Fragen? Um 17.30 Uhr gibt es nichts mehr, nein. Nächste Woche machen wir eine Probeklausur. Und dann, ja. Das war's. Also das war jetzt mit dem Inhalt ungefähr. Alright, wenn es keine Fragen gibt, dann sehen wir uns nächste Woche in Alte Frische und mit der Probeklausur. Okay? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte Feedback geben auf YouTube oder weitergeben, wenn ihr denkt, dass jemand das interessant findet. Servus.